Es stand ein Pianino in unserer winzigen Wohnung und das war mein Glück. Weil ich schon als Kleinstkind immer zu diesem Klavier rannte und versuchte, alles nachzuspielen, was im Radio gespielt wurde. Und ich habe dieses Pianino ganz genau vor meinen Augen. Da war ein Radio drauf, ober dem Radio war die Maske von Beethoven, die Lebendmaske. Der hat mich immer angeschaut, wenn ich gespielt habe, schaut mich heute noch an. Mein Vater ist vor meiner Geburt tödlich verunglückt. Mein älterer Bruder wurde unterrichtet von einem nicht blutsverwandten Onkel. Und der hat in der Zeitung die Annonce gelesen, die Wiener Musikakademie sucht junge Talente. Und da spielte ich bei der Aufnahmeprüfung, ich möchte gern dein Herzklopfen hören, ohne Noten lesen zu können. Lesen und schreiben konnte ich sowieso nicht. Ich konnte gar nichts, außer ein bisschen Klavier spielen.